Der arme Level 1 ist mein Mitbewohner. Ja, das habe ich schon soweit mitbekommen. Und er hat sich das Spiel vorgestern so gekauft. Für alle, die immer fragen, ich kann mir das Spiel nicht mehr kaufen. Offensichtlich geht's. Er hat nicht mal gefragt, wie. Er hat es einfach getan. Er hat eingegeben, Rouge Key bei Google, hat den ersten Treffer genommen und sich's gekauft. Bei Steam aktiviert. Die beiden Großmächte, ja. Welche beiden Großmächte? Achso, ja gut, aber das war ja ein bisschen später. Ich weiß nicht, wer geht jetzt auf Luftwaffe? Ne, ich kann Luftwaffe machen. Frage ist nur, ob deine Beste ist. Ich glaube schon, ja. Dann mache ich Panzer und Luftabwehr bzw. Artillerie und Infanterie. Als Russe kann man immer auf drei Sachen gehen, weil ich alles belege. Hier ist auch kein Fehler, am Anfang ein bisschen auf Geld zu gehen, weil, naja, mäßig teuer. Ich habe jetzt drei Nachschubdepots. Ich glaube, das sollte okay sein, oder? Ja, das ist wahrscheinlich. Das reicht locker. Mal ein bisschen Luftabwehr. Ah, die letzte Runde fand ich so schade, weil es eigentlich, ich habe richtig viel Zeug gut gemacht, also richtig gemacht. Und dann am Ende habe ich es dann doch einmal zu oft nicht richtig gemacht. Ich habe die Runde gesehen, es war ein bisschen unglücklich dann, dass sie so Tobi überrannt haben. Ja, aber das war echt schön, wir hatten es eigentlich gerade im Griff, also die Feinde hatten eigentlich in dem Moment verloren. Die meine KVs in großer Anzahl sich da gut gesammelt haben. Okay, Team 3 hat Luftwaffe hochgeschickt. Wir sind übrigens Team 2. Kann man das Spiel noch kaufen, Philipp? Ja, kann man. Würde auch relativ schnell Richtung Mitte vorstoßen. Weil ich fände es jetzt unfair, wenn wir überaggressiv nach rechts pushen, wenn da Markus ist. Okay. Weil der Level 1 ist, deswegen gehen wir einfach in die Mitte. Was theoretisch funktionieren könnte. Dann. Du hast Aufklärung. Sonst sagt hier, ich schicke Luftaufklärer in die Mitte. Ja, ich habe links und rechts Aufklärer und Mitte ist ja eh eher so Luftwaffengeschäft. Also für alle, die gerade eben erst zugeschaltet haben, Tobi, Markus und ich, wir wohnen ja in einer Dreier-WG, wir haben gesagt, wir spielen mal eine Runde, aber weil Markus Level 1 ist und Tobi jetzt auch nicht unbedingt Level 100, haben wir gedacht, gut, wenn wir jetzt gegen irgendwie einen Spieler verlieren, auf jeden Fall. Also haben wir jetzt gesagt, gut, jeder von uns geht quasi in ein Team, ist natürlich immer noch nicht fair, klar, aber das ist nie. Okay. Ich vergesse immer deine eigenen Regeln. Ich habe keine Regeln. Natürlich, Heiko, immer das Nachschubdepot überlassen. Ach so. Ja, ich sehe mich gern ganz oben bei der Statistik vom Einkommen, das ist so. Ja, und als Schwabe. Da blüht mein Schwabenherz auf. Ich habe neulich was über EU4 gelesen, was mich sehr unglücklich gemacht hat. Es ist anscheinend tatsächlich sehr sinnvoll, quasi kontinuierlichen Schulden zu leben. Weil Geld auf dem Konto ist totes Kapital. Das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass es in Achtenwursch angegriffen. Ja. Haben wir das gut weggesteckt? Ja, haben wir gut weggesteckt. Ich habe einen verloren und ich habe zwei abgeschossen. Sehr gut. Schick mal KV in die linke Flanke, weil der Feind scheint mir da sehr aggressiv zu sein. Und ich glaube, da kommt Bisspanzer. Also ich habe zwei Bomben noch in Reserve, falls irgendwie ein Infanterie-Spam, womit ich eigentlich gerechnet habe. Ach da. Ja, auf der Map gibt es selten einen Infanterie-Spam, weil du einfach sehr gut über sehr lange Distanz siehst und was alles kommt, schlauchig ja. Ist und kaum Wälder und so.
Nicht Infanterie. Das Problem ist, ich habe eine Shermans, um da irgendwas dem Biss entgegenzuwerfen. Ich hab KVs, alles gut, aber du hast keine Jagdbomber, gell? Aber du kannst Panzerschutzpunkte im Zweifelsfall bauen. Aber meine KVs müssen das schon richten, müsste ich nur aufpassen, dass die halt das Ganze auch überleben. Irgendwann. Adidas geht 1942 dann auf Luftabwehr, aber ab 1942 ist alles anders. Die ersten 15 Minuten sind aber so entscheidend, dass sich selten das Spiel darauf auslegt, wer 42 oder 45 etwas besser ist, sondern eher darauf, wer 39 das Ganze besser macht. Und vor allem kosteneffizienter, weil am Anfang geht es wirklich nur darum, genügend Truppen auf dem Feld zu haben. Doch passt. Ich finde unser Einkommen sehr stabil. Nein. Hat der gerade einen Pionier abgefangen? Ja. Wie schlimm war's? Waren 25 Dollar. Okay, das geht ja noch. Aber ja, damit hätte ich rechnen müssen. Die war auch ein bisschen weit vorne platziert. Also am besten immer so, dass das da quasi die Reichweite endet, sodass man die schön erwischt, wo es weh tut. Dann. Jetzt muss ich irgendwie drei Tiger aufs Feld bringen. Ja. Was schwierig wird. Aber ich könnte den hier abziehen. Du bist Russe, kein Deutscher. Ja, nicht Tiger. Gott, ich sag die ganze Tiger. KVs natürlich. Rechts werden wir auch angegriffen. German. Ja, ich sehe es, aber von dem kann ich wegfahren, weil der kann nicht durch den Wald. Gott, ich vergesse immer, dass vor den Schirmen noch die Lies kommen, aber egal. Ich muss einfach nur hoffen, dass meine Einheit nicht anfängt zu fliegen. Die Frage ist, ob ich da noch gewonnen hätte, wenn ich einen... Ich will meine Aufklärung nicht verlieren, das war mir tatsächlich jetzt ein Fanatismus wert. Ach komm, den KV, den brauchen wir auch lieber da unten, das da oben ist jetzt nice to have, aber wichtig ist, dass die uns da links nicht überrennen. Ich würde übrigens den gelben Vorstoß gerne zurückdrängen. Also links rein, da wie soll ich dich unterstützen? Ich habe ein paar, ich habe zwei Bomber im Moment. Also okay, Bomber ja. Bringen nicht so viel. Aber ansonsten... Könnte ich mich rechts mal decken. Mit Jagdfliegern, wenn es geht. Bringen wir hin. Ich hätte nämlich gerne die 20 Dollar vom Feind. Okay, ziehe ich zurück, das ist... Ja, Handy, du sollst es auch nicht verstehen, weil es ist auch keine Frage an dich. Ist mir jetzt aber gleich wert, vielleicht das Depot da platt zu machen. Ich rüste da links jetzt noch weiter gegen den Franzosen, damit ich da gegebenenfalls später... Ah, der hat eine Panzerbasis. Okay, Rückzug. Der hat hier irgendwo auch eine befestigte Stellung, ja? Hier irgendwas mit Flak, keine Ahnung. Französischer Maginot, irgendwas. Okay, ja, ich krieg da Sicht drauf. Ah, die ist schamlos. Das ist nur Luftabwehr, da musst du halt aufpassen. Das Gute ist, wir können ihn da zurückdrängen, weil meine KVs können weiter schießen als seine Biss. In der Mitte kriegen wir Luftabwehr. Ich schick leichte Panzer dagegen. Die sollten das Problem relativ schnell beheben. Währungsreform. Heiko rechnet nicht in Dollar, sondern in Tigern. Halt, du könntest deinen Pionier abfangen. Linke Flanke, schnell. Ah, scheiße. Da ist ein Pionier. Der wäre wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, das war nämlich der Maginot, weil der wäre uns zum Verhängnis geworden. So wird's aber gut. So, wenn du mich jetzt mit der Luftwaffe gleich ein bisschen deckst,
dann kann das hier richtig, richtig schön werden. Was sollten wir hinkriegen? Artismus habe ich schon mal drauf. Warte mal, es von auf Gebäude an. Das bedeutet, wir können gleich. Wir ziehen die mal ein bisschen weg vom. Oder den ziehen wir zurück. Wir brauchen hier jetzt nämlich keine Verluste. Wie gesagt, wir gewinnen den Luftkampf. Ich war mal so vor, ich habe den Bunker weggebombt, ja. Ich weiß nicht, wie viel ich abgeschossen habe, aber ich habe insgesamt 2 Flugzeuge verloren. Okay, ja, das war, glaube ich, erfolgreich. So, der Feind ärgert mich, dann ärgere ich zurück. Jagdflieger kommen jetzt auch von der rechten Seite. Ja, rechts brauche ich eh mehr Luftabwehr, weil ich gehe da jetzt auf Artillerie und mache die Bunker platt. An der linken Seite kommen übrigens jetzt gleich sehr viele Bisse. Das bedeutet, der ein oder andere Panzerschutzbunker mehr wäre sehr nett. Kriegen wir hin. Wo wird's? Ah, doch. Und bis jetzt hat alles ganz gut geklappt. Nur ist stimmt. Hallo, ich schaffe es, euch mal live zu sehen. Ja, das freut mich. Aber, und das, obwohl es heute nicht angekündigt war. Ja. Ich war mir bis vor 3 Stunden selber noch nicht sicher, ob ich heute überhaupt streame. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich habe dann nur gerade die Benachrichtigung bekommen, also kurz vorher, so nach dem Motto, ja, hier Stream. Okay, gut, heute passt's. Reichen dir 2 oder brauchst du noch mehr? Bunker. Ja. Ich glaube, es reicht fürs Erste. Zeige noch hoch. So, muss ich Salina zurückschreiben. Okay, meine Artillerie. Einheiten sind in Stellung. Dafür habe ich da mal drüben meine Aufklärung verloren. Das ist natürlich ärgerlich. Oder ist die da noch? Ne, die ist da noch. Selbst wenn der Feind sich tarnt, haben wir da weiter Sicht drauf. So, links die Panzer sind mal los. Rechts die Panzerschutzbunker sind mal los. Luftabwehr steht halbwegs überall. In der Mitte machen wir weiter Kohle. Ja. Wir haben die meisten Punkte. Da kommt zwar ein feindlicher Bomber, aber der alleine kriegt das Nachschubdepot nicht platt. Der wird vorher noch abgefangen. Was hältst du davon? Ist noch besser. So, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, zu expandieren, ist nach links. Also. Hier hin. Das ist rechts. Ah, okay. Jetzt war ich gerade. Aber ja, du hast rechts können wir ja auch pushen. Ja, das machen wir sobald 42 ist. Okay, also erst links oder erst rechts? Oder erst rechts, weil links ist, glaube ich, zu hart. Okay. Die haben es aber, glaube ich, akzeptiert, dass wir uns das mal geclaimed haben, weil die bauen da schon Bunker. Ich sollte eigentlich 3 Einheiten Artillerie gebaut haben. Ich frage mich, wo die dritte ist. Achso, ich habe dann doch noch 2 gebaut. Ich dachte eigentlich, ich wollte 4 bauen, habe dann nur 3 gebaut, aber gut. So. Kann ich noch Jagdflieger hochschicken? Schön ist, die zerbomben sich da hinten auch. Man zoomt übrigens mit Steuerung raus. Ne, mit Steuerung nach oben. Und Steuerung nach unten zoomt man rein. Interessant. Du kannst ab 42 verstärkt auf Luftabwehr gehen. Weil du hast ja dann diese extrem starke Luftabwehr. Jo. Kann ja schon mal die Gebäude dafür bauen. Ich baue dann auch noch Panzerabwehr. Da ist ein feindlicher Pionier. Auf den haben wir auch Sicht, auf der rechten Seite. Sind 2 feindliche Pioniere. Meldung, das Nachschubdepot ist leer gefegt.
Ah, den einen werde ich nicht mehr kriegen. Doch, beide werde ich sogar noch kriegen. Sehr gut. Das waren beides Bunker. Okay, da kommen jetzt feindliche Bomber. Und die werden meine Nachschubdepots zerstören. Das wird jetzt unendlich teuer für uns. Ich ziehe rüber, einen Moment. Gott sei Dank, die haben nicht getroffen. Hey, ich habe hier doch Tarnets. Wieso sich dead ist? Oh, die müssen jetzt unbedingt ganz schnell bauen. Okay, da dann Aufklärer deswegen. Ich habe gerade eben ein Flugzeug in sein Bunker rein abgestürzt. Ja. Wir haben übrigens 42, weißt du, so wie ich übersehen hast. Ich hab's, also 42 habe ich mitbekommen. Ich habe gleich Flugzeuge und, also Jagdbomber und Dings gebaut. Flugabwehr. Okay, ich baue mal ein bisschen Infanterie überall hin. Schadet im Regelfall nicht. Die ist nämlich nicht teuer, aber sehr nervig. Für den Feind. Und ich baue das einzig teure bei den Russen. Also mitunter eine der wenigen Sachen, die sehr teuer sind, eine Panzerabwehrbasis. Um es da links gegen die Biss zu schützen. Oh, wir machen da ordentlich mobil. So, dann habe ich jetzt auch wieder Platz auf dem Flugfeld. Gibst du, das war gewollt. Der Luftaufklärer steht übrigens sehr schön. Ich wünschte, ich hätte mal einen in so einer Position. Wer denn? Der an der rechten. Achso, da. Du hast zu viel Geld. Ich habe noch 32. Hallo, Louis W. Wieso kam am Samstag kein Heu-Video? Die sind nicht sonderlich geregelt, wie die hochgeladen werden. Aber ich habe jetzt mal die restlichen hochgeladen. Ich glaube, ich habe sie nach einem gewissen System hochgeladen, aber frag mich jetzt nicht mehr, welchem. Nicht nach welchem. So. Panzerabwehr steht. Okay, wir sind mit Luftabwehr halbwegs eingedeckt, wir sind mit Panzerabwehr eingedeckt und wir halten die rechte Flanke. Das bedeutet, wir müssen jetzt links dann gleich vorrücken. Okay. Aber rechts müssen wir noch die Luftabwehr, also mit Luftabwehr sichern. Also erst rechts mit Luftabwehr sichern, dann links vorrücken. Ich baue dafür Panzerzerstörer. Hallo, DHE-TV. Und ich bin mal ganz kurz weg. Ich brauche noch kurz mein Geld. So. Sofort wieder da. Nur was normal. Ich habe anscheinend nicht viel verpasst. Oder ist irgendwas Weltbewegendes passiert? Ich habe nur alle Flugzeuge in die Luft gehauen, habe ein bisschen jetzt Flak für dich auf die rechte Seite bestellt und ansonsten nicht. Okay. Wie viele Aufklärer haben wir da dabei? Hoffentlich genug. So, was ich auch mal machen werde, ist noch gepanzerte Artillerie nach links. Der Feindwoche ging nicht, das war nämlich schwer nervig. Und vielleicht nochmal
Seiteinheit Infanterie. Was? Der Feind kommt mit leichter Infanterie und dann geht. Okay, das sollte eigentlich kein Problem sein. Dann könnte ich auch einfach leichte Panzer bauen, die sind nämlich sehr gut darin. Vor allem habe ich Quadias, das bedeutet, ich kann die relativ gut countern. Ich hatte Platz nur für 3 Jagdmeier. Ja. Mehr habe ich im Moment. Muss erst wieder ein neues Flugfeld bauen. Oder ich muss mir noch einen Bomber abschießen lassen. Das geht natürlich auch. Aber vielleicht dann wenigstens eine Suizidaktion, die unter Umständen noch was bringt. Ja, na so wie die beiden über die Luftabwehr. Ich meine, ich habe 70 zerstört und 5 verloren. Links kommt vielleicht Luftwaffe. Noch. Kannst du da... Ja, der kommt zu mir. Ich komme. Der Feind hatte diesen Sektor Tarnnetze im Einsatz. Wir haben eine neue Liste erhalten. Bug müsste auch schon auf dem Weg sein, eigentlich. Ja, der hat mir ein bisschen was zerstört. Hat auch Panzerabwehr. Ich würde sagen, das war nicht so schlimm, wie es kurz ausgesehen hat. Also das war ein bisschen schlimmer für mich, aber geht klar. Okay. Wie gesagt, Flak ist da. Ist dann auf. Achso, haha. So, die Panzerwehr kann bis hierher schießen. So. Eine Panzerartillerie da, mit der kann man da rüber feuern. Wunderbar. Okay, ich brauche definitiv mehr Artillerie. Ich ziehe die mal von rechts nach links ab. Soll ich den Aufklärer mitschicken? Ja, ich habe nur einen, das ist ein bisschen wenig. Ich könnte gleich deine Bomber gebrauchen, weil der Feind scheint sehr viel leichte oder nicht gepanzerte Einheiten zu bauen. Wo soll ich denn rüber? Einmal über den Wald? Ja, relativ weit nach vorne, irgendwie hier so eher links angesiedelt, damit du weiter nach vorne stehen kannst, ohne dass du die feindliche Panzerabwehr abkriegt. Ich schicke erstmal dahin. Dahin. Wenn du mal einen Fallschirmjäger oder so hättest, ich glaube nicht, dass sie dieses Nachschubbüro hier großartig gesichert haben. Ah, die greifen an. Ja. Er hat meinen Aufklärer zerstört, was durchaus ein Problem sein kann. Ich habe den Aufklärer schon oben, also. Dann ist nicht schlimm. Ich würde ihn aber nicht gegen, also kein Countercharge, der hat da zu viel Luft dafür, glaube ich. Unterbricht dein Feind ja nicht, wenn er einen Fehler macht. Also ruhig öfters hier reinkommen. Müssen wir jetzt nicht countern. Ey, komm zurück. Ihr sollt nicht angreifen, Jungs. Das sage ich jetzt übrigens nicht, weil ich Schwabe bin, aber vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir jetzt sparen, weil wir werden demnächst kein Einkommen mehr haben und wir haben in 12 Minuten bessere Einheiten. Und in 12 Minuten können wir Admins bauen, die sich diesmal sogar lohnen. Ha! Ja, vermutlich werden die sich lohnen. Also ich sehe nicht, dass wir das in 10 Minuten... Ha, 2 Einheiten Panzerabwehr haben den Feind dazu gebracht, sich zurückzuziehen. Feige Franzosen. Naja, eigentlich hätten sie ja schon kapitulieren müssen, aber lassen wir es mal. So, ah, immer drauf. Die Artillerie muss... bisschen
Was verteilt denn? Niemand hat mich vorher was über Saudi-Arabien, Irak oder Iran? Und die USA was? Gefragt. Das ist, denke ich mal, ein Riesenthema. Du musst ja immer bedenken, aus welcher. Iran. Ich finde es beim Iran so schade. Ich kann da wenig zu sagen, weil ich da ganz ehrlich nicht komplett drin bin. Und wahrscheinlich sehr viel Halbwissen habe. Zumal ich jetzt nicht unbedingt. Also, ich informiere mich ja echt fast in alle politischen Richtungen, ob links, ob rechts. Sozialdemokratisch, grün. Ich folge ja jeder Partei und Strömung und auch im Ausland, Inland etc. mehrsprachig. Aber wem ich tatsächlich nicht folge und selbst wenn ich es versuchen würde, werde ich es nicht verstehen, sind irgendwelchen muslimischen, politischen Strömungen, weil ich da einfach keinen Plan von habe. Also da fehlt mir das Grundwissen und auch ganz ehrlich ein bisschen die Motivation, die zu verstehen. Weil ich es halt per se nicht gut finden werde, egal wie sehr ich mich damit auseinandersetze. Deswegen kann ich wenig zur Politik im Iran sagen. Ich finde es aber nicht gut und so wie ich das verstanden habe, war es eben so, dass dieses Land sehr, sehr fortschrittlich war und dann eben durch Trickserei ein Machthaber an die Macht kam, der den Leuten viel versprochen hat, im Endeffekt dann aber die Scharia eingeführt hat. Was von vielen, ich sag mal, toleriert wurde, weil davor war es halt nicht besser. Aber gutheißen kann man es halt trotzdem nicht. Und das finde ich halt sehr schlecht, weil das Land sich seitdem katastrophal entwickelt hat. Man sagt, übertrieben gesagt, man hat Feind gegen Feind damals eingetauscht. Ja. Saudi-Arabien ist natürlich eine Katastrophe, aber ist halt auch immer schwierig. Man kann aber nicht einfach sagen, gut, dann machen wir halt ohne die Saudis weiter, weil wo das hinführt, haben wir schon mal gesehen müssen. Wir hatten sogar zwei Ölkrisen, ich erinnere mich an autofreie Sonntage. Also da durfte man einfach sonntags nicht mehr Auto fahren, weil es so wenig Sprit gab. Da war der Sprit nicht nur irgendwie teuer, es gab halt keinen mehr. Das ist dann schon Next Level Shit dann quasi. So. Wenn der Feind sich zurückzieht, dann zwingen wir ihn eben dazu zu handeln, indem wir ein bisschen Artillerie ins Feld bringen. Der Witz ist, ich weiß halt nicht, wie weit ich mit meinem Luftaufklärer vorrücken kann. Hast du mittlerweile... Okay, du hast mittlerweile Aufklärer da. Ja, ich habe Aufklärer da. Gut, Infanterie versucht uns über links heimlich anzugreifen. Und dabei verteile jetzt mal überall mittlere Panzer. Ich habe dann meinen leichten Panzer verloren, schade. Die dann einfach solche Infanterie-Angriffe ein bisschen abwehren sollen. Ich habe noch irgendwo Panzerzerstörer stehen, theoretisch, oder sind die alle gestorben? Hast bei zu stehen? Nee, das sind Artillerie. Keine Ahnung. Okay, der Feind denkt wahrscheinlich, dass ich meine gesamte Panzerabwehr habe, ich habe ja noch mehr. Ich vermute einen feindlichen Luftangriff in wenigen Sekunden. Soll er kommen. Das ist 4 Flak, 4 Jagdflieger, soll er kommen. Was habe ich gesagt? So, solange der Feind jetzt natürlich nicht auf mich feuern kann, bleibe ich stehen. Aber sobald ersichtlich wird, dass er sich in irgendeiner Art und Weise zurückzieht. Okay, jetzt kriege ich sie. Okay, Countercharge mit allem, was wir haben. Okay. Ich brauche unbedingt den Luftaufklärer. Kriegst du einen Moment. Wie weit ist der Luftaufklärer weg? Der kommt. Den ich dir an die Front geschickt hatte, dort, den haben sie abgeschossen. Ich muss ihn von rechts nach links ziehen. Ach so, okay. Na gut. Kann nicht sein, dass meine Offensive hier richtig böse endet. Okay, Also. Ich brauche unbedingt deine Luftwaffe. Der zerlegt mir meine Einheiten. Und mir hat er gerade meinen Aufklärer abgeschossen. Das ist schlecht.
Luftaufklärer ist unterwegs. Aber was ich mal probieren will, ist, wenn wir jetzt schon so nah drin sind. Scheiße, der hat da. Oh nein, 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 nein. Was? Der bringt da. KV, bitte, bitte, bitte nicht. Ich hab den jetzt dreimal. Achso, die können da nicht rüber. Kacke, ja, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Scheiße. Verdammt. Das weg. Ein. Du nimmst mal meine Artillerie. Also, der hat da so einen riesen Block. Ja, die bombe ich jetzt. Oh, danke. Puh, ein paar Minuten. Früher wäre schön gewesen, aber. Tut mir leid, ging nicht früher. Die Panzerbasis habe ich noch mitgenommen. Das könnte ich ja wieder durchrücken, aber es ging gerade eben schon schief. Aber wir sollten den Druck aufrechterhalten, auf jeden Fall. Ja, das ist meine Panzer zu stecken. Auf jeden Fall die Luftaufklärung etwas zurück. Ich habe keine Lust, wieder blind reinzurennen. Nein, der hat mir mein Nachschubdepot abgeschossen. Ach. Wer ist Heiko? Ich bin Heiko, also ich bin Russland, wie man hier sieht. Also wir spielen quasi beide. Nee, ich bin Weltkrieg. Iran oder Saudi-Arabien? Ja, Saudi-Arabien ist ja eh unser Verbündeter, das ist jetzt aber. Saudi-Arabien ist halt genauso schlimm. Und ich hab. Du bist in der Mitte ziemlich auseinander. Ja, mein Plan da vorzurücken ist damit offiziell gescheitert. Kacke. Also es war jetzt ein ziemlich harter Angriff auf der linken Seite. Was mit Saudi-Arabien? Ich habe nichts mitbekommen. Ich habe nur die Umfragewerte von Thüringen gesehen und das wird richtig schlimm. Also sitzen wir jetzt noch die 3,5 Minuten aus, oder? Ja, ich habe jetzt was vor. Ich will mal probieren noch mal was. Ja, linke Seite einfach. Ah, okay. Denk aber dran, dass du Aufklärung brauchst. Aufklärung sollte ich haben, also sollte halten. Yes! Hat geklappt. Da fällt mir ein, ich baue mal ein UHQ. Gut. Also, das Hauptquartier schon mal weg. Ich weiß noch nicht, was die Roten machen, weil wir haben uns jetzt ziemlich mit denen gebettelt, aber so wie es ausschaut, kämpfen die auch da oben, also alles gut. Kämpfen im Norden, ja, also die haben. Ich soll jetzt noch mehr Artillerie bauen, aber ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich mit Artillerie kaputt. Guck dir diesen Panzerfriedhof hier oben einfach mal an und dann siehst du, was hier abging. Ja, okay. Ja, okay, die haben anscheinend gekämpft. Aber die Map hier ist übrigens für diverse Panzerfriedhöfe bekannt, was ich hier schon an Truppen verloren habe. Aber ich erwähnt, dass ich Urlaub habe. Du hast meinen Witz dann wohl nicht so ganz verstanden. Warte, welchen?
Was hängt im Urwald an einem Baum? Ah, fand ich die Luftwaffe. Oh oh. Ja gut, das klärt sich. Ja gut. Ich glaub, da hat jemand nicht mit Flak gerechnet. Ja, das war Markus, der weiß nicht, dass Amerikaner richtig krasse Luftabwehr haben. Woher soll es denn auch wissen? Aber weiß Tobi das nicht? Ja, aber Tobi ist nicht in seinem Team. Mit wem ist er denn in seinem Team? Jeder jeweils mit dem Abonnent. Okay. Stimmt, irgendwas mit Drohnenangriff habe ich gesehen, aber es war jetzt nicht so dick in den Nachrichten, dass ich da irgendwas... Kann mal kurz gucken. Was? Verdammt. Egal. Attacke auf Ölanlage. Waffen bei Angriff aus Saudi-Arabien kamen aus Iran. Das ist natürlich schlecht. Ja, genau. Was soll aus dem Iran stammen? Das ist jetzt dann auch die Frage, wahrscheinlich. Das kann aber trotzdem nicht ausschließen. Luftwaffenangriff auf Recht. Bau Admins. Wahrscheinlich. Aber es ist 45, bauen wir erstmal ein paar HQs, würde ich. HQs sage ich schon, Admins. Ja, ich kann es auch mal gute Luftabwehr bauen. Aber ansonsten, ich kann IS-2 bauen und eine Su-100. Ja, aber IS-2 haben ja weniger Reichweite wie andere schwere Psar. Ja, das ist ein Riesenproblem. Deswegen würde ich darauf eher verzichten, sagen, wenn, dann gehen die Prototypenbasis. Aber mit den schweren Panzern, glaube ich, haben wir nicht viel gewonnen, oder? Nee, wir können jetzt natürlich ins Admin-Gespamme. Genau, das meine ich. Erstmal Admin-Spam und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber jetzt erstmal Stellung halten und sichern. Okay. Das ist ja der richtige Zeitpunkt, um über alles und jeden zu diskutieren. Also bringt Themenvorschläge, weil ich glaube, irgendwie werden die nächsten 10 Minuten hier sitzen und Geld. Ja, das Problem ist, links werden wir nicht weiter reingehen, weil die haben schon ein Hauptquartier weniger und rechts, ja. Ja gut, rechts können wir eigentlich durch. Können wir es zumindest mal versuchen. Wir müssen jetzt nicht all in gehen oder so, aber zumindest mal ein bisschen pieken und gucken. Hallo JB oder JB oder ja. Brexit. Ja, das wird witzig. Ich meine, Brexit blickt doch inzwischen keiner mehr durch. Da gibt es irgendwie so Dinge. Gesetze, aber die werden vielleicht ignoriert oder auch nicht. Dann gibt es andere Gesetze und Leute haben Befugnisse, die sie aber wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Und ich glaube, an Randomness war der Brexit so schlimm. Also ich weiß nicht, also so chaotisch war es, glaube ich, noch nie. Also ich fand einen Kommentar von Extra 3 ziemlich gut, um dieser undemokratischen Europäischen Union zu entgehen und auszusteigen, schicken wir das Parlament in den Urlaub. Etwas Undemokratischeres hätte man, glaube ich, nicht tun können, oder? Ja, das stimmt. Also ist wirklich, da geht es nur noch ums Prinzip, was halt echt nie gut ist. Da wären wir schon beim Thema Merkel. Ich glaube, zum Thema, dass immer mehr Menschen unzufrieden sind mit Merkel. Ich glaube, die Entwicklung gibt es bei einem Regierenden ab einem gewissen Zeitpunkt einfach immer. Und ich denke mal, die Unzufriedenheit mit Angela Merkel, also die Anzahl der Unzufriedenheit, hat jetzt in letzter Zeit nicht mehr überproportional zugenommen. Ich denke mal, die jetzt unzufrieden mit ihr sind, waren es auch schon vor 5 Jahren. Größtenteils. Oder halt seit Flüchtlingsstrom spätestens. Also sehe ich da jetzt aktuell nichts, was die großartig verbockt hat. Zumal sie ja jetzt wirklich nicht mehr viel macht, als sie ja nicht mehr Parteivorsitzende ist. Die AKK verkackt es dafür regelmäßig. Heiko, was hörst du für Musik alles? Also je nach Lust und Laune. Wirklich alles. Also, guck mal rechts, was da so geht. Schick ein bisschen Artillerie vor und sorg für Aufklärung. Einen Moment. Geh ein bisschen flacken.
Also ich habe quasi meine Sport-Playlist, die beinhaltet zum Beispiel schon alles. Von Ami-Rap zu dem Klassiker bis hin zu Metal jeglicher Art. Deutscher Rap, bestimmt auch so klassische Dinge, von ABBA bis Beatles, Rolling Stones, alles natürlich. Und dann kommt es immer ganz auf die Stimmung an, also ich bin da sehr offen. Okay, was sagst du zu dem Wahlverlust in der CDU? Ja, ich finde es natürlich nicht gut, wobei ich Demokrat, also ich bin absoluter Demokrat, wenn die CDU, auch wenn ich ja in gewisser Weise damit sympathisiere, bekanntermaßen, Stimmen verliert, finde ich es per se mal nicht schlecht. Schlecht finde ich es, wenn die CDU beispielsweise Stimmen an die AfD verliert. Nicht schlimm, sogar eigentlich ganz okay finde ich es, wenn Nichtwähler Stimmen, Anführungszeichen Stimmen an die AfD gehen, das muss eine Demokratie aushalten. Auch nicht schlimm finde ich es, wenn die Linken verlieren und die AfD dazu bekommt, aber wie erwähnt, ja, wenn die CDU an die Grünen verliert, finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Finde es mir ein bisschen schwierig, vor allem wenn die Gründe manchmal schwach sind, weil nur weil die Grünen sich manchmal Umweltschutz auf die Fahne schreiben, heißt es nicht zwangsläufig, dass sie immer das beste Umweltkonzept haben und das heißt auch nicht, dass sie das einzige Umweltkonzept haben. Und wenn die Leute dann eben sagen, ich bin für Klimaschutz, ich will die Grünen, dann kann man das machen. Aber wenn man dann anderen Parteien komplett das Recht abspricht, sie zu wählen, dann meine ich auch die arme SPD und so weiter und so fort, da finde ich es schwierig. So eine Wählerwanderung aufgrund vom Namen oder von einfach Nichtwissen und so finde ich dann irgendwie doch schlecht. Aus Protest einfach so Prinzip dagegen finde ich auch mal schlecht, weil ich finde, dass man eine stabile Regierung braucht, aber solange sich Flüchte in einem demokratischen Rahmen halten, muss man das aushalten und ja, sowas wie in Thüringen finde ich schlecht. Sowas wie in anderen Bundesländern, dass dann halt irgendwie Rot-Grün an die Macht kommt, gut, gefällt mir nicht, aber finde ich jetzt nicht schlimm oder so. Bist du offen für die Band Lanzer? Nein, die Band Lanzer ist sehr, 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 sehr verfassungsfeindlich. Wobei sie leider, muss man sagen, teilweise gute Lieder hat, aber das macht den Inhalt nicht besser. Und ich weiß jetzt schon, dass mir dieser Satz irgendwann mal vorgehalten wird. Ja, es ist halt auch, wenn Merkel halt weggeht. Leute sind immer gegen etwas so destruktiv. Also sie sind gegen etwas, aber sie bieten keinen Gegenvorschlag. Deswegen ist die deutsche Verfassung so schön. Wir haben ein sogenanntes konstruktives Misstrauensvotum. Das bedeutet, man kann einen Kanzler nur dann abwählen, wenn ein neuer Kanzler gewählt wird. Konstruktiv aufbauen, nicht destruktiv. Einfach nur abbauen, ohne Regierung dastehen. Das ist nämlich ganz schlecht. Ich ziehe mal meine Artillerie von links wieder nach rechts. Ich finde das ein sehr schönes Konzept. Auch ein Grund, warum unser Grundgesetz so gut ist. Und von vielen Juristen gelobt wird. Grüne und Linke kritisieren alles. Ja, das stimmt. Ja, Adidas? Ich hätte vielleicht noch ein Thema. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. CSU Folge 2. Ich habe den Anfang angeguckt und ich fand die ersten 1,5 Minuten gar nicht mal schlecht. Aber dann kam also der Hansel mit den blonden Haaren wieder. Also ich fand die Idee gut. Sie haben halt sich jetzt nicht unterkriegen lassen, sondern haben jetzt quasi die Kritik aufgenommen und haben halt das jetzt, ja, sag jetzt mal so ein bisschen mit Humor mit aufs Korn genommen. Also fand ich nicht schlecht. Also sie haben auch ein bisschen was rausgenommen. Gerade, also ich habe es mir nur 2 Minuten angeguckt, dann wurde es mir wieder zu cringy. Aber in den ersten 1,5 bis 2 Minuten haben sie so schon die Kritik wahrgenommen. Sie haben Quellen unter ihr Video gepackt, sehr viele. Sie haben ein bisschen Beat rausgenommen, auch wenn immer noch ein bisschen zu viele Schnitte waren, die man sich vielleicht hätte sparen können, aber es war in einem erträglichen Rahmen. Und ich schätze mal, wenn irgendein anderer YouTuber das gemacht hat, hätte man sich nicht dran gestört, aber dadurch, dass die CSU-Seite gemacht hat, hat man sich dran gestört. Also, ich fand schon besser. Ich weiß gar nicht mehr, was waren denn die Themen. Ich fand aber auch ein bisschen besser. Ja, ich fand's ziemlich witzig, nur weil die Heute-Show ja, glaube, ein in der Woche nach dem Weezer-Video CDTube als YouTube-Kanal eröffnet hat und dann so aus Spaß gesagt hat, ja, versteht ihr CDU-Tube? Also U für einmal U und Tube und dann, ja, kommt CSU, das war schon so, ja, keine Ahnung. Also ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. So, wir müssen jetzt natürlich nur aufpassen, dass wir nicht gleich von Riesenarmeen von irgendeiner Flanke berannt werden, von der aus wir damit nicht rechnen.
Ach, alles gut. Ich bin ja das 12, aber liebe Rouge, Heu, Rouge und EO4. Schön, dass du Rouge doppelt nennst, das finde ich gut. Aber Heu und EO4 und Rouge, ja, ich meine, guckt euch unseren Kanal an, die letzten 1,5 Jahre. Da werdet ihr wohl merken, dass es bei mir nicht unbedingt anders ist. Sonst würde der halbe Kanal nicht daraus bestehen. Ja, ich sorg mal wieder für Aufklärung im Zentrum, oder? Wir stehen da ein bisschen zu blank. Ja, Aufklärung wäre gut. Vielleicht du erst mit Luftaufklärern, weil, mach ich nämlich gerade. Wir lassen sich ein bisschen in der Luft. Mit denen kann man immer mal wieder so rumfliegen und gucken und dich nicht so auf einen Punkt fokussiert. Ich schieb auch mal ein bisschen meine Luftabwehr vor. So hier. Ich will es auch gar nicht heute so lang in die Länge ziehen. Eigentlich. Ich würde nämlich jetzt dann gern demnächst eine Prototypenbasis bauen. Meine ich, du gehst auf Prototypen und ich werde wahrscheinlich dich mit schweren Panzern unterstützen, weil die Pershings sollten schon was hergehen. Wobei, ich weiß gar nicht, kriege ich auch hier die Super Pershings? In der Multiplayer-Runde? Nee, warum? Ja, doch, wenn du sie hast. Was ich immer ein bisschen unfair fand, okay. Aber ja, bekommst du. Okay. Weil ich hatte die ewig lang nicht. Du schießt übrigens deine Luftaufklärer ab. Leider erfolgreich. Scheiße. Kein Problem, kommt ein neuer. Diesmal kriegt man mehr linkslastig, dann ist er mehr über die Flak. Dann können sie mir auch nicht killen. Weil dann fast hast jeder die AfD ist nicht gut. Es gab doch auch ein Bundesland, da hatte die irgendwie nur 6% oder so. Das fand ich natürlich schön. So. Kannst du eine Luftabwehr mitziehen beim Vorstoß rechts? Oh, klar, machen wir doch. So, was haben wir denn hier Schönes? Also eigentlich habe ich nicht mehr so viel. Ich habe sehr schwere Artillerie, die tatsächlich über die ganze Map schießen kann. Und Katyushas. Die Artillerie kostet $50, das ist ja voll in Ordnung. Ja. Ich glaube, wir haben mal ein bisschen Spaß. Willst du echt mit Artillerie ankommen? Na gut. Diese Artillerie kann über das ganze Feld schießen. Warum denn nicht? Ja, ich kenne sie. Weil schwere Artillerie, also egal bei welcher Nation, ich glaube Mörser oder Katyusha oder bei den Amis sind es glaube ich die Long-Tom-Geschütze, die sind ja fast überall gleich. Stimmt. Tatsächlich habe ich neulich schon was gelesen, gibt Deutschland richtig viel für sein Militär aus, im weltweiten Vergleich. Also wir sind irgendwie in den Top 10 und zwar nicht mal irgendwie 8 oder 9, sondern irgendwie besser, aber ich will jetzt keine Zahl raumwerfen, am Ende stimmt es wieder nicht. Ich frage mich, warum die Feinde sich nicht tarnen. Das Gute ist, meine Artillerie schießt so unpräzise, dass ich unter Umständen mit jedem Schuss irgendwelche Admins treffen könnte. Gemessen am BIP gibt Deutschland natürlich weniger, das stimmt. Aber unser BIP ist halt höher als das von den meisten, und zwar um einiges. Okay, ich werde rechts von Luftwaffe angegriffen. Das ist blöd. Ja, aber jetzt nicht unbedingt tödlich. Aber der IS-2 kostet ja nicht mal so viel. Der Witz ist, sie... Hä? Okay, gut, das muss ich... Ist
Gut, jetzt will ich es verstehen. Warum schießen Sie meine Jagdfliege ab, aber lassen mir den Luftaufklärer hoch? Weiß nicht. So, ich markiere mir jetzt meine schwere Artillerie in der Gruppe und schieße immer, sobald ich irgendwo Einheiten sehe, die sich irgendwo bewegen, drauf, in der Hoffnung, dass sie mitten in ihre Basis reinfeuern und somit dann lauter Admins zerstören. This is how to play 1945. Den ihre Map wird später aussehen wie ein Schweizer Käse. Nein, Deutschland wirft das Geld nicht aus dem Fenster. Also beim Militär durchaus, okay. Unsere Soldaten werden aber auch relativ gut bezahlt. Und ja, es wird viel Geld aus dem Fenster geworfen. Aber ja, es ist schlimm. Aber es ist, man ganz so schlimm ist auch immer nicht. Okay, fuck. Ich glaube, ich verliere die Flanke rechts. Schwere Panzer rücken aber schon nach. Ach, fackelt. Ich hab keine Sicht mehr auf die direkten Panzer. Ein Moment. Brauchst du weiter Admins? Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, dass die mehr Truppen haben, als ich dachte. Problem ist, ich habe keine Einheit, die weiter schießen kann als 450 Meter, was 1945 ein mittelgroßes Problem darstellen kann. Ja. Naja, deine superschweren Panzer halt. Achso, können die 500 Meter weit schießen? Ja, deine. Also nicht die schweren Panzer von dir, sondern die. Optimierten schweren. Ne, die schießen auch bloß 450 Meter, oder? Ah, ne, also, IS-3 jetzt, okay, sorry, ja. Genau. Alles gut. Genau. Ich habe die nur gefühlt nie gebaut, weil dann baut man schon mal ein IS-3. Genau. Also ich habe 10 Admins bis jetzt gebaut. Weiß nicht, wie viel du? Weiß nicht, wahrscheinlich auch so um den Dreh rum. 2, 4, 6, 7, 8. Passt. Schicken wir mal noch mal Flak vor. Da habe ich Katyushas gebaut. Ja, irgendwas habe ich mitbekommen mit Gauland. Jawohl, ich treffe Admins. Mann, ey. Jawohl, nochmal eins. Die Priests vom Feind sorgen dafür, dass ich eben in seine Basis feuern kann und das ist... Jawohl, nochmal eins getroffen. Mal was vor. Nee, 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 du bleibst schön da, mein Freund. Also ich mache mir gerade meisten Sorgen um Tobi. So. Da links, weil wir von dem schon lange nichts mehr gehört haben. Und es kann 1942 immer ziemlich böse enden. Okay. Ich kann dir sagen, dass wir Flugzeuge kriegen. Ich habe da ja auch Luftabwehr, so ist nicht, aber ich schätze mal zu wenig. Aber ich kann auch mal Luftabwehr bauen an der rechten Flanke. Es sieht so aus, ob es notwendig wäre. Ich schicke schon mehr rein. Aber ich will jetzt halt jetzt nicht auf Jagdflieger gehen. Achtung wegen deiner Luftabwehr rechts, die steht glaube ich sehr weit vorne. Jungs, zieht euch mal ein Stückchen zurück. Sag auch. Ach, ich liebe Katyushas. Weil wie sie sich anhören, ist schön. Sie da mal feuern. Sie schießen. Das rechts ist so ein Massaker.
Ja, das ist 45. Es geht jetzt nur noch um Massaker. Wer das größere Massaker verursachen kann. Wir kriegen links einen kleinen Vorstoß mit Biss. Okay, das sollten wir in den Griff bekommen. Ich wollte es nur anmerken. Es untergeht. So. So, ich gehe jetzt wieder IS-3 vor, mit denen werde ich dann hoffentlich Schaden anrichten. Weil die Pershings vom Feind scheiße gelaufen in der Mitte weit. Okay, ich glaube, es sieht gar nicht so schlecht aus. Soll ich mal mit Jagdbombern rüber? Ah, gut, links kommt feindliche alleine. Luftwaffe. Ich will nicht einfach reinfliegen, weil mein Problem ist, hier ist zu viel Flak dran. Und ich krieg keine Sicht drauf mit meiner Luft. Gut, dass ihr Artillerie habt, die über das ganze Feld schießen kann. Ich mach übrigens den Russen. Wie fair machst du den Russen? Du bist Russland. Achso, meinst du da links mit deinen Infanterie-Spam oder was? Ja, genau. Warum will er unbedingt das Massaker? Also warum sucht er unbedingt diesen Zweikampf mit mir? Verstehe ich nicht. Ich muss die Lichten halt auch mal nutzen. Das wird mir langsam zu bunt in diesem Dreckswald. Ja, da habe ich ja mit meiner Artillerie gar nicht mal so schlecht schlechtes Ziel rausgesucht. Okay, Jungs, wisst ihr was? Zieht dahin. Oh, ich wünschte, ich könnte da Blitz drauf tun, aber die Funkstelle hängt 2 Minuten. Mal gucken, vielleicht kommen wir bis zum Flugfeld. Nee, da sind halt Lichten drauf, das Problem. Wir können links mit der Luftwaffe mal die Panzer ausschalten. Das kann ich auch machen. End. Und einmal rüber, Jungs. Nein. Egal. Wenn du nichts hast, was irgendwie Flächenschaden macht, dann ist Infanterie so böse. Alko, reicht dir das? Sind noch 3 Panzer übrig. 2 davon stürmen nach vorne. Ey, der verteidigt echt knapp, echt tapfer sein HQ. Nein! Egal. Wir halten uns gut, aber irgendwie kriegen wir da nichts Richtiges auf die Reihe.
Also links scheint keine Gefahr zu sein. Die haben eindeutig nicht genügend Truppen. Ja, links hat auch nur noch ein HQ. Rechts sollten wir jetzt mal endlich einen Stich setzen. Ja. Admin. Okay, wie viele Admins haben die? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Die haben 18 Admins grob überschlagen. Gleich wahrscheinlich 1, 2 weniger. Alleine mehr. So, okay, na ist alles 6, gut. 18, ich hab 12. Nächsten. Ja, kacke. Kacke, schade. Jawohl! Das war tödlich. Ja, wir sind jetzt gleich in dieser ekligen Situation, dass man einfach die Truppen nicht mehr koordiniert bekommt ab einer gewissen Anzahl, so richtig. Ich würde ja gern vorrücken, aber im Wald ist zu viel Flak. Ich habe Angst, dass ich meine komplette Luftwaffe wieder verliere. Ja gut, ich denke aber, wir können da gleich durchrücken. Okay, dann baue ich mich weiter auf und dann... Oh, sie haben den Wald gewechselt. Sind jetzt da. Du musst mir dann später Listen spendieren. Ich habe quasi alle ausgegeben. Ich habe 15 Stück. Sag mir welche. Hey, du kannst mir einen Wunsch erfüllen. Was denn für einen Wunsch? Ich werde dir nichts versprechen ohne. So ein bisschen, was hast du ein geht. Signal gesetzt? Ja, ich, dass mir da gleich Fanatismus draufgeben muss. Achso, okay. Wie man auspickst. Nee, wenn, dann musst du mal Luxemburg spielen. Hab ich mal. Tatsächlich. Von Tano. Nee, Tava Tuna? Oder Tuna Tava? Ach komm. Okay, Edna. Ich brauch Fanatismus. Einen Moment, kriegst du. Wobei, warte mal, wenn ich jetzt mit meiner Artillerie da drauf feuere, dann kriege ich gleich Riesenprobleme. Ich rück mit Jagdbomber und Flugzeuge vor. Ich rück mit allem vor, für alle, die zuschauen und sich gerade eben wundern. Was ich gerade eben gemacht habe, war, dass ich den Einheiten einzelne Befehle gegeben habe, also nach Einheitentyp. Damit die nicht irgendwie auf so Ideen kommen, dass die jetzt alle mit der Geschwindigkeit der langsamsten Einheit laufen und oder, dass sie sowas Dummes machen wie irgendwo stehen bleiben. Weil stehen bleiben ist nicht gut. Ich die Quartier, also so, jeder kommt einen Schritt weiter als der Vordermann. Der Bombenteppich ist auf dem Weg. Bitte sag, du bombst nicht mein HQ. Nee, nur das Drumherum. Reicht dir das? Ja, das reicht, das war's. Ey, schieß meine fliegenden Festungen ab. Das. Ich brauche weiterhin durchgängigen Fanatismus und Blitz, wenn es geht.
Ein Moment. Kannst du aber mir diesen Wald erklären, bitte? Danke. Wo brauchst du denn was? Wir bauen mal weiter die Admins aus, ne? Ja, das muss ich jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich Luftangriffe, Fallschirmangriffe oder so statt irgendwas Episches. Irgendwas Episches? Na, soll ich mal. Ach, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich eh nicht viel bringen. Der Franzose hat davon einen Uhaku, aha. Da kommen wir doch mal glatt vorbei. Da ist Nass gut, also. Dem fanden die doch kein UHQ, also kein HQ zu wenig oder so. Na, das HQ sorgt dafür aber, dass sie kein Geld mehr generieren. Das meine ich damit. Ja, er hat zwar einen UHQ und ja, er kann zwar weiter stehen, aber nur das Hauptquartier generiert Geld. Nein! Links rückt man übrigens mit wilderen Panzern gegen uns vor. Ich will nur diese Kaserne einnehmen. Hey, die wird niedergebombt. Da sind die Bomben nicht umsonst für da. Ja, das hier meine ich, da ist nämlich jetzt vorbei. Da waren nämlich ein paar Gebäude und ich hatte gehofft, ich nehme bisher mit, aber gut. Oh fuck, da sind feindlich optimierte Monsterpanzer. Ja. Und meine Armee hat keinen Fanatismus mehr. Warte, kriegst du. Bitte schön. Bitte schön. Bitte schön. Die letzte List. So, jetzt hast du für 4 Minuten Fanatismus. Mehr gibt's nicht. Nee, mehr gibt's nicht. Scheiße, Maginot ist das einzige, was Infanterie aufhalten kann. Ich komme mit Jagdbombern und Jagdfliegern. Achso, das lässt du mir. Wie nett. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Es gibt jetzt am Ende noch so viele unnötige Verluste. Vergiss nicht links diesen großen Block hier von komischen Panzern, der direkt auf unsere Basis zurollt. Alles gut, habe ich im Griff. Ich schicke Infanterie in den Wald, die kriegt es hin. Weil ich gerade Bock habe auf Massaker. Ich schicke die Bomber nach hinten, die Jagdbomber nach vorne. Ist das nicht mein Plan? Infanterie mit Fanatismus durch den Wald. Nein, du machst mir hier alles kaputt. Nein, alles gut. Ah, hab ich doch gesagt, ich schick die Bombe nach hinten und die Jagdbombe halte ich viel vorne vor. Aber ich keinen Blitz drauf habe, deswegen geht es hier so langsam. So, der Blitzangriff sollte sich erledigt haben. So, und dann bombe ich mal jetzt alles nieder. So, wo sind die Kübelwagen oder die Willis? Dann ist jemand mit dem bis zum letzten Kübelwagen sehr. Sehr ernst. Das habe ich vorhin dir auch noch in dem Spiel geschrieben. Und nicht vergessen, bis zum letzten Kübelwagen. Das so, stimmt. Ist da irgendwo ein UHQ eingenommen. Warte, ich habe irgendwo ein Flugfeld. Nee, ich habe kein Flugfeld, scheiße. Das ist kein Flugfeld. Wollte ich eins.
Wie lange heute noch? Das hängt von Tobi ab. Also ich würde noch eine Runde machen. Aber kein 2 vs 2 vs 2. Das ist... So, perfekt. Da ich das auf YouTube hochladen werde, vermutlich, weil das Video geht über eine Stunde, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und schauen wir uns nochmal die Statistik an. Ich hatte natürlich Verluste ohne Ende, größtenteils. Oh, surprise, surprise. Wobei nicht mal größtenteils. Ich habe mehr Panzer verloren als Infanterie. Frags habe ich tatsächlich auch mehr gemacht mit Panzers mit Infanterie. Die Infanterie war gar nicht so effizient. Das sah nur episch aus. Und ich frage mich, was die so viele Punkte mit Prototypen gemacht haben. Die haben sich tatsächlich ja mal gelohnt. Naja, Einkünfte, da waren wir natürlich weit über allem. Das, selbst zusammen hatten die so viel Geld wie wir. Das war natürlich unfair. Nein, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.